Ja, YouTube, hiermit sind wir wieder zurück bei Folge 2 von Go Go Nippon, my first trip to Japan. Ja, gestern in der ersten Folge haben wir hier an dieser Stelle, nachdem wir Tokyo Station verlassen haben, aufgehört und wir sind jetzt auf dem Weg mit Akira und, Name schon vergessen, dem ja, etwas lieblicheren Mädel sozusagen auf dem Weg. Ja, zu ihrem Haus, denn es ist schon spät geworden, wie man sieht. Und ja, mal schauen, wie sich das jetzt gestaltet, dass wir mit zwei Mädels, die wir nur aus dem Internet kennen, von denen wir nicht mal wussten, dass sie überhaupt Mädels sind, sie uns auch einfach so dann aufnehmen und sagen, ja, der kann übernachten bei uns und so weiter. Ja, ob sowas in der Wirklichkeit gibt, da muss man sich schon sehr lange im Internet kennen. Aber gut, bevor ich mich hier total verquatsche, machen wir natürlich weiter. Da sind die beiden. Okay, we're here. This is... Yeah, this is the closest station to our house. The closest station to their house. I guess I'll be coming here a lot over the next few days. Anyway, it's quite late. We'll head straight home tonight and show you around tomorrow. Auch sehr wichtig im Japanischen, von wegen so, wenn man Erstaunen zeigen will. Wow. This is the town where Makoto and Akira live. Even so, what's wrong? You look so disoriented. Disoriented? Okay. It's just a regular suburb. It's not that strange, is it? It sure is. This stuff is completely foreign to me. What? What's so foreign about it? Well, like that vending machine over there. It's got juice and cigarettes. Ah, das stimmt. Da fällt mir ein, dass ich nochmal ein Video über Jido Hanbaiki machen wollte. Also, ja, hier steht es ja, diese vending machine. Das ist, Tatoe ba hora Sokura chu ni Jido Hanbaiki ga aru daro. Also dieser Wust an Kanji da ist Jido Hanbaiki, also die selbst sich bewegende Verkaufsautomat, selbst funktionierende Verkaufsautomat. Davon gibt es ja eklatant viele in Japan, so alle 50 Meter und an jeder Hausecke läufst du da einem über den Weg und die verkaufen alles, Essen, Getränke natürlich, Zigaretten, Bier, Schlüpfer von letzten Abend, keine Ahnung, alles Mögliche. Und insbesondere in Tokio findet man da einige interessante Sachen. Aber nun gut, weiter geht's. That's true, but so what? That's the kind of thing you see anywhere. Ja, genau. It absolutely is not. I don't think you'd find that anywhere but Japan. Really? Really. At least, that's not how it is in my country. Das stimmt. I guess there could be other countries with vending machines out on residential street corners. Anyway, there are so many stores open at this time of night. Hey, look at that. What store is that over there? That's a konbini. Konbini? It's short for convenience store. You can buy things like food and magazines there, even household supplies. They're open 24 hours, so they really are convenient. A 24-hour store that sells all that? Within walking distance? Well, yes. These girls are looking at me like I'm crazy. But there are so many 24-hour stores and vending machines around. Die Amerikaner bei uns haben ja gesagt, dass es so Konbinis oder 24 Stunden lang geöffnete Läden auch in Amerika es durchaus gibt und auch in anderen Ländern. Also es gibt es nicht nur in Japan, aber es stimmt, Konbinis sind wirklich sehr nützlich, wenn man mal den heißen Mitternachtshunger hat, dann noch rausgehen zu können und sich da was zu essen zu schnappen oder so. Und wir haben sogar einen Supermarkt hier, der Seiyo ist 24 Stunden auf, 10 Minuten Fußweg von mir. Ja, das werde ich auch vermissen, wenn ich nach Deutschland zurückkomme. All these things that would never exist outside of Japan. But when I think about it, I guess it's a sign that it's really a safe area. That's Japan for you. Here we are. This is our home. Come on in. I've heard you're supposed to leave your shoes by the entrance in Japan. I guess it's true.
Japanese-style dining rooms have a tatami area too. I'm glad I remember to pack my good socks. Ah, da ist sogar unten erklärt, was Tatami ist, für den Fall, dass man es nicht weiß. Also Tatami, soft mats used for flooring in traditional Japanese rooms, wearing shoes or slippers on Tatami is a big faux pas. Ja, das stimmt, deswegen auf Tatami wird im Regelfall entweder barfuß oder Strümpfe sind auch erlaubt, mit denen darf man auf Tatami rumlaufen. Auch wenn ich jetzt hier unten gar kein Tatami sehe, das sieht eher wie Holzgarnitur aus, aber na gut. Wollen wir mal nicht über die Details reden, hier von den Hintergrundbildern. It would be embarrassing if I hadn't. This is the living room, and that's the kitchen. Please make yourself at home. Thanks. In exchange, you have to not make a mess. I won't. That's right. Anyway, let's go to your room. This is a Japanese-style guest room. Will it work for you? Tja, hier sehen wir jetzt wirklich die Tatami-Matten und die spärliche Einrichtung hier hinten dann mit ja so einer Art, wie kann man sagen, etwas erhöhter Ebene, Schrankbereich will man es fast nicht nennen. Hier stehen dann oftmals Fernseher, also da hinten, wo diese das Bild hinter ihr zu sehen ist, diese Emakimono, diese Rolle mit dem Bild drauf, da stehen dann oftmals Fernseher, kleine Bücherschränke oder sowas drauf. Und ja, das ist also dann ein traditionell japanisches Zimmer, wie man es durchaus vielerorts sehen kann, auch in relativ modernen japanischen Häusern. Hm? Wow! Hä? A tatami room? A Japanese style room? That's amazing! I can really stay here? Yes. Well, this is our only guest room, so... Yes! It's been my dream to stay in a tatami room! Thank you! Bitte seid nicht so wie der Hauptcharakter hier in dem Spiel, wenn ihr jemals nach Japan kommt. Ihr werdet euch zum Affen machen. I see. I'm glad you're happy about it. Anyway, as long as you're here, you can think of it as your room. Make yourself at home. Oh, yeah, that reminds me. Makoto! What? Where are your parents? If I'm going to stay here for a while, I'd like to introduce myself. Oh, our parents aren't here. What? What did you just say? Our parents, we're called out of the town for 2 weeks on urgent business. It's a shame, they really wanted to meet you. Natürlich, so ist es doch immer, wenn irgendwie einzelner Junge in Haus mit fünf hübschen Mädels kommt, dann sind die Eltern natürlich genau zu einer Businessreise nach Amerika unterwegs oder gerade in Flitterwochen oder was auch immer. Immer dasselbe Setting. So, I'm afraid they won't be back until after you've gone. I'm really sorry. Anyway, I have to help with the dinner preparations. Could you wait a few minutes, then come to the living room? Sure. Da geht sie dahin. Their parents aren't here. Jetzt denkt er schon auf Japanisch, obwohl er eigentlich Englisch ist, aber na gut, das soll dann wahrscheinlich konsequent sein, nur vom Spiel aus. They won't be back until after I'm gone? In other words, the whole time I'm in Japan, the only ones in the house... In the house house? In the house house? In the house house. Will be Makoto, Akira, and I? That's... how is that going to work? No way! I mean, it's not like I've done anything to feel guilty about, but... I have to stop thinking about this. They've been nothing but good to me. I can't betray the kindness they've shown me. I'm not gonna think about that stuff anymore. I won't think about it. I won't. I'm a gentleman. A gentleman? A gentleman. A gentleman. Wow, but check out the spread. The table's covered in food. Ja, sieht man sehr gut, wie voll der ist mit Essen. The show? Ich meine natürlich. I know, right? Aki-chan's been slaving over it all day. What? Natürlich, Tsundere-Reaktion. I was not slaving over anything.
Ah, hier sieht man auch mal, dass sie dann eben Atashi sagt da in dem Fall, also ein Personalpronomen, was dann eben darauf hinzielt, dass sie eben ein Mädchen ist, auch wenn sie natürlich ein bisschen tomboyisch rüberkommt mit ihrer Kleidung und den hochgesteckten Haar da hinten, dass es kurz wirkt und mit ihrem Tsundere-Verhalten. Aber, naja, trotzdem immer noch ein Mädchen. Gut, weiter geht's. Sure, sure. I won't say anything more then. You really should be more honest. Hm? What's wrong? Nothing. I just... Hm. Is it that surprising to hear that I prepared all this food? No. Not at all. I just didn't expect it. Huh. That's the same as being surprised. That's true. But either way, Makoto seems like she ought to be the cook in the family. Anyway, I don't care. If you're anxious about it, you don't have to eat. I'm not anxious. If you've been working on it since morning, I have to eat it. I told you, I didn't work particularly hard on it. Now, let's toast to your first day and our first meeting together. Kanpai! Ja, das japanische Cheers oder Prost. Kanpai! Fine. Kanpai. There's plenty of everything, so please eat your fill. Okay, that's right. There's something Japanese people say before eating, isn't there? Before eating? You mean, itadakimasu. Yeah, that's it. Okay, one more time. Itadakimasu. Okay, der kann schon so gut Japanisch, dass er sich hier im normalen Alltagsgespräch mit ihm unterhält, muss aber natürlich nachfragen, was die Japaner sagen, bevor sie mit einer Mahlzeit beginnen, was man bei seinem Japanisch-Level-Niveau wahrscheinlich schon seit Jahren weiß. Aber na gut, itadakimasu! So, how is it? It's great! This is amazing! Isn't that nice, Aki-chan? Why are you saying that to me? Because you're the one that made it! That's true, but... Your cooking is amazing, Akira! I can hardly believe it! So, you do think I don't look like a cook, right? That's not what I'm saying. Really? You really weren't thinking that? Of course not! To tell the truth, I was thinking it a little. There's still some left. Huh? The food. There's still some left, so you can say if you want more. Akira. Sure, thank you. Ah, der Futon ist ausgelegt. The food. Nanu? Da hat's ein wenig gestockt. The food Akira made sure was delicious. And I even got to take a Japanese-style bath. Das haben wir also übersprungen. The washroom is kept separate from the bath tube. I guess people here really do use the bath tube for daily relaxation. Das ist wahr. Ähnlich wie das, was man beachten muss, wenn man in Onsen geht, keine Ahnung, ob das im Laufe des Spiels noch kommt, ist ja, dass man sich ausgiebig reinigt mit so einem kleinen Hocker und einer Dusche, die sich ja im Vorraum von dem Baderaum sozusagen befindet, wo man sich hinsetzt und dann ordentlich abspült und abduscht und sich dann auch wieder von allem Schaum und keine Ahnung was befreit. Und danach steigt man erst in das heiße Bad rein, also schon wenn man gereinigt ist. Das dient dann nur noch der Entspannung, nicht des eigentlichen Säuberns, was vorher geschehen soll, damit man dann das Wasser, in das dann auch noch alle anderen Familienmitglieder reingehen, nicht verunreinigt. Denn das Wasser wird im Regelfall eben nur einmal genutzt. Ja, und dient dann eben der Entspannung. So ist es in vielen Familien eben auch noch daheim, die so eine traditionelle, eher japanische Badewanne haben. Genau dasselbe muss man eben auch in Onsen beachten. I never thought a board could feel so good. I was even more surprised that you could fill it with hot water. What? Fill it with hot water with a touch of a button. Ach so, okay. They said you just touch a panel in the kitchen and it fills with hot water to the proper level. Ja, das ist japanische Technik. Japanese people are obsessed with the idea of the bath. But it feels so amazing.
I can't exactly blame them. Wow. The heat from the bath made me so sleepy. Now that I think about it, I didn't sleep on the plane at all. I can spend a nice night on my futon. But before that, I should charge my cell phone. Good thing I brought an 8-Type 100-Volt adapter and plug for Japanese outlets. Ja, das sollte man natürlich beachten, dass Japan ein 100-Volt-Stromnetz hat. Also man braucht unbedingt natürlich ein, wie nennt man das, ein, nicht Transistor, ein Adapter, genau, Adapter. Weil bei uns in Europa ist es ja vielerorts 200 noch was Volt, also in Deutschland 230 oder so. Dementsprechend Adapter unbedingt notwendig, auch wenn man mal nach Japan dann reist. Kann man aber auch hier vor Ort in Elektroläden, Elektronikläden und so weiter auch noch notfalls nachkaufen, falls man sie vergessen haben sollte. Ich habe 3 Stück, glaube ich, von unserem Urlaub von vor 3 Jahren mitgenommen. Now to set the charger. Okay, this should do it. I'm gonna make the most of my day in Tokyo tomorrow. Tokyo, huh? Und da wird es langsam dunkel. Passiert da noch was? Sinkt er jetzt ins Land der Träume? I wonder what's waiting for me out there. I've got to fill the album of my mind with all kinds of sights and information. The album of my mind, sagt man das im Englischen? Also, dass ich viele Erinnerungen machen will? Wie steht das im Japanischen da? Kolokala okiru ironna koto ya ironna basho wa kokoro no Album no naka ni shikari memo shite okanakya. Also hier steht nicht in mind, sondern im Herzen. Also das Album meines Herzens, im Inneren meines Herzens, ja, mir sozusagen mich daran erinnern, muss ich tun, machen. Übersetzt ungefähr. It's gonna be so much fun. Und da schläft er dann scheinbar ein. Und das ist, denke ich, jetzt auch bei der folgenden Länge. Ah, Prologende? Ah, Day 1. Go, go, Nippon. My first trip to Japan. Tag 1. Ich habe getrunken. Ich sehe verschwommen. Na gut, Tag 1 machen wir jetzt aber dann auch tatsächlich am nächsten Tag. Hiermit beende ich die heutige Folge an dieser Stelle. Ich speichere wieder ab, sicherheitshalber. Falls irgendwas mit der Aufnahme schief geht und so weiter, mache ich immer einen einzelnen Spielstand für jeden einzelnen Save, für jede einzelne Folge. Deswegen hier jetzt, also Tag, also der zweite Folge, Beginn des ersten Tages in Japan von unserem Protagonisten. Wie man sieht, ist hier eine kleine Zeitdifferenz dazwischen, wo ich mal testeshalber schon die erste Folge zwischendurch gerendert habe, ob das auch alles so hinten rauskommt, wie ich es will. Gut. Damit aber genug für die heutige Folge und an dieser Stelle hier geht es dann morgen in der dritten und vorerst letzten Folge dieses Testes weiter, bevor ich dann erstmal eure Kommentare abwarte, ob ihr, ja, das Ganze hier denn, ob ich das Ganze denn fortsetzen soll. Ja, also zumindest als Let's Play. Alleine werde ich sowieso weiterspielen im Laufe der Zeit, einfach aus Interesse. Ist dann eure Sache, ob ihr daran sozusagen teilhaben wollt. Aber na gut, die Sache werde ich dann entsprechend morgen nochmal besprechen. Also hier jetzt an der Stelle, tschüss, bye bye, danke fürs Zusehen und bis morgen, so ihr denn wollt. Ciao!